So, da sind wir wieder und müssten jetzt durch den Keks hoffentlich genug haben. Genau, wir können uns jetzt das nächste Cookie-Update leisten. Und das ist sehr gut, aber jetzt läuft es erstmal noch normal durch. Und dann müsste es eigentlich schneller gehen. So, jetzt müsste gleich jeden Augenblick der nächste goldene Keks kommen. Und bis dann können wir schon mal anschauen, was wir da jetzt machen können. Weil er sagt, wir sollen das Alchemie-Lab als nächstes bauen. Und das machen wir. Warte mal, da klicken wir erstmal drauf. Und wir kriegen hier wieder Fancy, was sehr toll ist. Aber wenn wir jetzt das Alchemie-Lab bauen, da bräuchten wir 5 Minuten mit Fancy, was wir nicht haben, um das wieder reinzuregen. Und jetzt sehen wir hier schon, hier oben geht es jetzt nicht mehr hoch auf 400 Sekunden, sondern in 200 Sekunden kriegen wir den nächsten Keks. Und das heißt, der könnte jetzt gleich kommen, wenn es auch schon abgelaufen ist. Und das ist recht zügig hintereinander. Also fast, wir haben jetzt fast immer Fancy aktiv und kriegen auch recht schnell die Kekse. Und hier das Ding kostet 150, wäre fast doppelt so gut wie das Alchemie-Lab. Da muss ich mir das echt noch überlegen, was wir da jetzt bauen. Aber erstmal klicken wir noch ein bisschen. Also ich spare auch immer lieber, dass man hier halt nicht unter diesen Keksstand fällt, weil den kriegt man beim nächsten goldenen Cookie ja weniger. Und das Fancy bringt zwar schon ordentlich was rein, durch die Siebenfachung der Cookies per Second, aber hier auf einen Schlag denn 27 Mille zu kriegen, ist natürlich noch schöner. Ah ne, ich kriege ja nur 23,9, weil das Fancy läuft ja aus, bis wir den nächsten Keks haben. Aber das können wir auch noch ändern, weil wenn wir uns das nächste goldene Keks-Update holen, das Get Lucky, dann halten die Effekte vom goldenen Keks doppelt so lange. Und das heißt, dass Fancy hält nicht mehr 77 Sekunden, sondern 2 mal 77 Sekunden, was denn ja 150, 54, 154 Sekunden sind. Und dann hält es so lange, dass in der Zeit, wo Fancy aktiv ist, also wir hier mal 7 haben, auch noch der nächste Keks auch taucht. Und dann kriegen wir erheblich mehr Kekse. Weil dann haben wir hier unten schon das nächste. Weil dieser Lucky Keks richtet sich halt da auch danach, wie viel Cookies per Second man hat. Und dann kann man auch 7 mal so viel durch diesen Lucky Keks kriegen. Das heißt, jetzt ist eigentlich unser Ziel, wenn wir hier das nächste Update ausgebaut haben, also ist ja noch nicht jetzt, sondern noch ein bisschen hin, dann sollten wir auch hier oben das im Lager haben. Und dann können wir hier 160 kriegen. Und wenn man schon sieht, das ist echt der Hammer. Da kommt man ja wieder richtig zügig voran. Das zeige ich dann auch nochmal in einem anderen Video. Aber das schaffe ich jetzt noch nicht. Da muss ich wieder viel, viel nebenbei spielen. So, was bauen wir jetzt? Ich glaube, das Ding können wir uns echt schon leisten. Weil in 15 Minuten haben wir da die Ressourcen wieder drin. Und als nächstes kriegen wir wieder so ein Fancy, was uns ja da ein bisschen rausreißt, oder? Ja, ist vielleicht schon noch ein bisschen zu früh, aber wir machen halt 10% mehr Kekse. Oder fast 11%. Von daher, ach, ich hol's einfach mal. Nee, oder wir holen uns lieber erstmal ein Schiff. Das ist mit 27, also hier unten seht ihr ja 27.000 und das bringt 25. Holen wir uns erstmal ein Schiff. Da kommen wir jetzt auch hoch. Also wir schaffen es vielleicht noch auf 25. Wir können uns ja noch was holen. So, das ist ja alles schon über 30. Dann holen wir uns nochmal ein Schiff. Und dann, genau. Jetzt müssen wir es nur wieder auffüllen. Das schaffen wir ja gleich durch den Fancy Cookie. Und dann können wir schon 25 Billionen an Keksen kriegen. Und zack, da haben wir den. Und jetzt sehen wir hier, in 45 Sekunden ist er voll und läuft noch 72. Also könnten wir eigentlich noch was kaufen. Nur was
Es wäre dann am effektivsten, wenn wir von dem Alchilab mal absehen. Da hätten wir die Schiffsjacht, aber die ist zu teuer. Weil da brauchen wir zu lange. Den Wizard Tower, da brauchen wir nur eine Minute. Ja, das könnte noch gerade so passen, aber wir nehmen lieber den Tempel. Das ist noch in der Zeit drin. So, haben wir noch was, was hier ganz knapp nur über 5 ist? Ja, nehmen wir noch hier eine Fabrik, eine Mine und einen Cursor. Die kosten alle nichts. Und oh, das passt. Eine Bank können wir noch nehmen. Stimmt, ich wollte ja die Banken auf 50 bringen. Weil da gibt es ja dann wieder einen Erfolg dafür und der gibt ja uns auch wieder Kekse. Von daher wäre es jetzt, glaube ich, günstig, jetzt schnell zweimal hintereinander zwei Banken noch zu holen. Aber mal gucken. Da müsste ja auch gleich dann schon der nächste Keks kommen. Und es könnte weniger wie 30 Sekunden dauern. Von daher hole ich die erstmal nicht, weil ich möchte ja hier erstmal das Maximum rausholen. Und da brauchen wir jetzt hier noch Kekse. Da lieber beim Fancy klicken sollen, da hätte es 7 Klicks gespart pro Klick. So, aber wir haben es gleich voll, noch 6 Sekunden. Dann kann jetzt der Keks eigentlich kommen. Komm, Keks, komm. Komm, komm, wo bleibst du? Ja. So ist es halt das Spiel. Das ist halt jetzt nichts, wo jetzt actionreiche Sequenzen sind, wo man Leuten hintereinander Headshots verteilt oder so. Es ist halt eher so gemütlich. Man sitzt auf dem Sofa und träumt davon, diesen lecker Schokokeks. So, und da haben wir unseren Lucky. Und jetzt wollten wir, genau, bevor wir irgendwas machen, bauen wir jetzt einmal die Bank. Und jetzt seht ihr schon, ändert sich hier total das Verhältnis. Das ist jetzt irgendwie fast 10-mal so effektiv wie vorher, jetzt die Bank zu bauen. Also es ist selbst hier irgendwelche Upgrades und so. Wir gucken mal, wie viel es dazu gibt. Naja, nicht viel, aber wir haben halt das in Erfolg jetzt 50 Banken. Die Bankenrettung. Wir haben sie geschafft. So, wir haben jetzt noch 20 Billionen plus. Wir bräuchten hierfür das nächste gute Upgrade. Was, okay ist 150 und hier bräuchten wir 75. Von daher würde ich sagen, sparen wir jetzt einfach mal, nehmen das nächste Fancy und dann den nächsten Keks und dann baue ich Alchemie aus. Und das wird jetzt erstmal wieder so ein bisschen gemütlich vor sich hin tingeln hier.